Hallo Freunde des Eierdieb-Turniers und herzlich willkommen zu der heutigen Runde zwischen Dark Anime mit seinen gefürchteten Vampiren und ja, der Blutdrachen-Vampir-Armee, könnte man fast schon sagen. Haufenweise Verfluchte begleiten diese Armee zusammen mit einigen Zombies in der Frontlinie als Pfeilfang oder was auch immer sie dort abfangen können. Und natürlich dem gefürchteten Blutdrachen-Vampirfürsten einer Flederbestie. Und Blutrittern, allerdings nur einmal. Auf der anderen Seite haben wir Ludwig 15.000 am Start. Ja, er hat hier seine Norske Armee gewählt, die wir schon sehr oft gesehen haben. Mit dem bösen Mammut und Wulfric auf ihm. Und das Mammut hat rote Augen. Außerdem haben wir hier einige Barbaren in der Frontlinie. Dazu Barbaren-Wurfspeere. Und auch Bestie von Tashnar. Und noch mehr Rohlinge an den Flanken und auch Hautwölfe. Zusammen mit noskanischen Eistrollen und ein Feuermagier ist auch dabei. Versteckte Einheiten gibt es hier soweit nicht. Und dann können wir die Schlacht beginnen. Ich werde es heute mal etwas zügiger machen müssen, weil ich ganz einfach ziemlich fertig bin und jetzt nicht allzu lange kommentieren möchte, weil ich auch früh ins Bett muss. Aber dennoch wollen wir uns diese Schlacht gut geben. Beide Armeen marschieren aufeinander zu. Und da es jetzt keine großen Fernkampfoptionen gibt, beschleunigen wir die Marschroute auch mal etwas. Ich weiß, es nimmt ein bisschen die Atmosphäre vielleicht raus, aber die wichtigen Sachen sehen wir uns natürlich an, wie dieser Feuerball, der einfach dazwischen, daneben geflogen ist. Obwohl die Einheiten nicht mal ausgewichen sind. Ja, so geht's mir auch immer. Mammut geht rein. Die Zombies freuen sich schon. Das kann ich Eistrolle ebenfalls. Damit ist der Charge schon mal weg. Immer eine gute Sache hier, Einheiten zu blockieren. Aber natürlich sind diese Zombies dann auch sehr, sehr schnell tot. Jetzt kommt ein Schiff. Das trifft an tatsächlich... diese Armskelettkrieger. Ja, die sind weg. 200 Gold hier schon mal vernichtet von einem Schiff. Da hat es sich quasi jetzt schon fast gelohnt. Aber man muss natürlich mit diesem Schiff noch mehr anstellen. So, das ist jetzt kein so guter Kampf für die Barbaren-Berserker. Die Verfluchten sind ungefähr so teuer wie sie. Und ich hätte eigentlich gesagt, sie müssten den Kampf gewinnen. Allerdings sieht es gerade umgekehrt aus. Okay, der Feuerschädel geht so ein bisschen, ja, nach hinten los. Okay, das sah schlimmer aus als gedacht. Was kommt hier? Gar nichts, scheinbar. Der Zauber ist schon gekommen. So, wir haben den üblichen Blob, den wir immer haben, wenn wir Vampire in der Armee zu sehen bekommen. Übrigens Dark Anime, sowohl Ludwig 15.000 auch hier relativ weit oben noch mit dabei. Ich glaube, keiner von beiden sollte in diesem Spiel rausfliegen. Aber es wäre auf jeden Fall tödlich für denjenigen, weil dann nur noch ein oder ich glaube allerhöchstens zwei Armeen übrig bleiben für den Verlierer hier. Also es geht schon um sehr viel. Es geht mittlerweile generell darum, sich eine gute Vorposition zu suchen. Und Hamster mit drei Leben und drei vollen Armeen ist halt auch einfach noch ein Gegner, der momentan alles dominiert. Das wird eine fiese Sache für den, der am Ende noch übrig bleibt. Wenn Hamster wirklich dabei bleibt und weiterhin so viele Leben mit sich rumschleppt. Auch dieser Feuerball daneben. So, jetzt wird hier gezielt wie mit einem Skalpell gearbeitet und hier die einzelnen Einheiten herausgelöst. Diese Hautwölfe sind komplett besiegt worden. Nächstes Schiff. Es geht hier so durch. Hat recht gut Schaden gemacht. Ich glaube, die Zombies sind gerade zersetzt worden. Skelettkrieger sind noch da. Diese Barbaren werden jetzt wahrscheinlich auch gleich ausgelöscht. Speerwerfer verschwenden ihre Munition hier so ein bisschen an Zombies. Machen sogar ein bisschen Eigenschaden. Hier kommt noch ein Skelettkrieger-Bataillon dazu.
Und Norska macht sich hier, tut sich hier schon ziemlich gut anstellen. Feuerball, diesmal auch mit einem Treffer versehen. Menschenjäger wurde hier gecastet. Was kommt hier raus? Zombies, die versuchen den Feuerschaman zu blocken. Und wenn man jetzt hier einen kleinen Angriff auf ihn macht, genau, dann kriegt man ihn wahrscheinlich schon mal weg. Und das könnte tatsächlich das Ausschlaggebende hier in dieser Schlacht sein. Ja, er flieht bereits, aber man wird ihn nicht so effektiv einfangen können. Er ist halt ziemlich schnell. Gucken wir uns mal die Geschwindigkeiten an. Filterbeste mit 90 gegen, okay, 78 nur. Aber ist auch zurückgekehrt. Ist nicht gut, er holt sich jetzt noch ein paar Schläge ab. Hinten haben wir noch ein paar norskanische Einheiten, die jetzt gleich fertig sind hier mit den Verfluchten. Blutritter hier hinten noch im Nahkampf verwickelt, deswegen bewegen sie sich jetzt wieder dorthin zurück. Jetzt wird der Befehl gegeben, wieder dort wegzulaufen. Aber das kostet auch wieder einige Trefferpunkte, die jetzt hier in den Rücken gemacht werden. Und einige bleiben sogar liegen. Das wird nochmal spannend. Auch wenn Norska meiner Meinung nach hier nicht gut aussieht. Es ist wirklich nur noch Wulfric am Ende am Start. Und wenn dann Helm der Zwietracht drauf gecastet wird und dann von allen Seiten Einheiten auf ihn nur rumhacken, dann ist das tödlich. Ja, jetzt ist fast nichts mehr übrig. Das Lager verdichtet sich langsam. Und Wulfric kann hier einfach nicht mehr viel unternehmen. Ich glaube, er hat den schöner Schlag. Nochmal ein Feuerball. Auch ein Treffer. Ja, dieser Feuermagier hat doch viel länger durchgehalten, als ich es ursprünglich dachte. Wir sehen, es sind eigentlich fast nur noch beschworene Einheiten unterwegs. Ein Verfluchter im Zentrum. Okay, da ist noch ein Verfluchter. Königstein wieder gegen, aber hier sind zwei. Sind es Beschworene? Ich weiß es nicht. So viel kann man ja eigentlich gar nicht mehr beschwören auf einmal. Nach einer gewissen Zeit zerstäuben die sich ja von selbst. So, Hautwölfe sind auch nochmal zurückgekehrt. Aber das wird jetzt hier nicht mehr den großen Unterschied bringen. Wulfric jetzt schon eingekreist von beiden Seiten. Jetzt kommt der Helm der Zwietracht, wie ich schon sagte. Und das wird ihn jetzt einfach zu stark runterreißen. Und dafür sorgen, dass er jetzt hier leider, leider sein Ende findet. Schönes Spiel. Ludwig 15.000 hat ja mit Wulfric auch sehr viele Kills eingesammelt. Generell ist diese Armee nicht so schlecht gegen Untote. Aber gegen eine so massereiche Armee, die doch an sehr, sehr vielen Punkten so überlegen ist, ist es natürlich schwierig. Man hätte hier die Speerwerfer ganz einfach am effektivsten einsetzen müssen, um den Blutdrachen Vampirfürst und natürlich auch die Flederbeste besiegen zu können. Ich bin generell kein Fan von solchen zwei Doppelungseinheiten, die so groß sind. Wenn ich die Regeln von Grund aufgeschrieben hätte, dann hätte ich das auch nicht erlaubt. Aber wie gesagt, es sind ja die Warhammer Cup-Regeln und die sind nun mal nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber Kritiker gibt es ja überall, da könnt ihr jetzt dafür oder dagegen sein. So, dann haben wir als nächstes den Versuch mit den Bretonen auch sehr gewagt. Hier ebenfalls wiederum gegen die Untoten anzukommen. Auf der Karte Kelp und Koldast hat man auf jeden Fall ja, eine gewisse Schwierigkeit mit dem Terrain zu Rande zu kommen. Das ist jetzt die Frage, wer das besser für seinen Nutzen ummünzen kann. Man hat sich jetzt entschieden, hier sich links aufzustellen, so dass beide Armeen direkt aufeinander zumarschieren. Somit ist es eine ganz normale Feldschlacht mit ein bisschen Wald hier auf der linken Seite. Bogenschützen hier im Zentrum gehalten, bisschen zu nah aneinander gepackt. Wenn jetzt hier halt Zombies gespawnt werden, blockieren die mindestens zwei Einheiten. Ich
Aber zumindest nicht so nah an der Infanterielinie. Aber das ist vielleicht aber doch zu weit weg. So, Bauernhorde kämpft nicht gegen Zombiehorde. Ich glaube, Bauernhorde ist übrigens um einiges stärker als die Zombies. Ja. Viel stärker als Zombies. Die sind tatsächlich nicht zu unterschätzen. Aber sie fliehen halt doch sehr schnell. Jetzt geht er mit den Gralspilgern rein. Die sind auch echt gut. 41 Nahkampfangriff. Was bretonische Infanterie angeht, ist das ziemlich nice. Großer Schwachpunkt ist allerdings die Rüstung bei ihnen. Mit 30 Rüstung geht er fast jeder Schlag durch. So, und hier geht's los. Der grüne Ritter versucht, die Feenmagierin irgendwie zu verteidigen. Aber, ja, er ist halt der grüne Ritter. Hier wird jetzt Kavallerie geopfert, denn die entkommt wirklich überhaupt nicht aus diesem Blob hier. Allerdings, wenn Ludwig es jetzt richtig intelligent anstellt, ich meine, das sind hier wirklich nur nur Skelettbogenschützen. Oh ja. Wunderschön, jetzt kommt hier noch das in den Rücken. Das zieht Schaden. Das ist lecker. Das zieht Schaden. Kavallerie nimmt jetzt hier Urstschaden und tatsächlich ist Dark Anime in diesem Nahkampf drinnen geblieben. Hier bisher mehr oder weniger nur Bauern. Ah nein, tatsächlich ist die komplette Infanterielinie schon im Kampf. Verwickelt, verflucht hier hinten gegen Landsknecht mit Stangenwaffen. Das wird ein bisschen dauern. Und tatsächlich ist dieser Kampf, wenn man es so hochrechnet, doch besser. Ja, für Ludwig 15.000 ausgegangen. Aufgrund des sehr guten Zaubers und der paar Schläge des grünen Ritters in den Rücken dieser Einheiten. Und auch jetzt bleibt Dark Anime wieder am Boden. Jetzt kommt hier ein Buff. Anrufung von der Heck. Die Einheiten werden wieder aufgefüllt. Jetzt muss die Feenmagierin natürlich auch fliehen. Aber das ist alles ein Vorteil. Denn so ist die größte Stärke der Vampire gerade hier gebunden. Und ich glaube, das ist auch die beste Möglichkeit, solche Armeen tatsächlich zu schlagen, indem man einfach die Einheiten, die wichtig wären, um die Linie zu unterstützen, die ganze Zeit beschäftigt hält. Denn wir sehen, dass die Hauptlinie hier hauptsächlich sogar Gewinn tut, obwohl es Bretonen sind. Ich meine, auch hier diese Verfluchten würden jetzt verlieren, wenn jetzt nicht bald Unterstützung dazukommen würde. Und da kommt sie jetzt auch schon, die Blutritter. Welches Ziel haben sie sich ausgesucht? Ich denke, sie werden hier durch die Mitte gehen und auf die Bogenschützen zustürmen. Vielleicht nehmen sie hier noch die Bauernhorde mit, die auf dem Weg ist. Der grüne Ritter, auch hier gebunden. Kein gutes Ziel, den kann man einfach links liegen lassen. Der ist so ungefährlich. So, jetzt kommt auch die Kavallerie durch. Wir werden gleich hier einen Charge sehen. Oh, das war ein mächtiger Charge. Und gleich weiter in den nächsten Bogenschützen. Und damit sind diese Bretonen hier auch schon ausgeschaltet. Das sieht generell aus nicht gut aus für die Bretonen. Grüne Ritter hält sich noch sehr lange, aber ja, guckt euch das an. Er ist hier schon mit allem ausgestattet, was man sich wünschen kann und macht trotzdem nicht genug Schaden, um seinen eigenen Preis wieder reinzubringen. Ich meine, es ist schon genau das, was man... Er ist schon genau in dem Kampf, der er eigentlich sein möchte. Ja, und jetzt flieht natürlich der Rest nach der grüne Ritter. Wird jetzt zerdampft. Mannhafte Niederlage von Ludwig 15.000 hier. Die Vampir-Armee ist einfach zu heftig. Und auch diese Armee hat es nicht geschafft. Das ist natürlich bitter. Was habe ich aber für den dritten Kampf noch? Ah, okay. In Kopie. Ich habe mich selber nicht mehr daran erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ziehe die teilweise etwas öfters in meinen, etwas früher in meinen Ordner, als ich sie dann tatsächlich benutze.
Das ist Legatus. Ah, hier. Dann haben wir jetzt hier ein 0 zu 2 und ein 2 zu 0. Bei Ludwig 15.000 ist jetzt ausgeschieden die Norska-Armee und die Bretonen-Armee. Hat er jetzt also nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, kurz gesagt nur noch die Tiermenschen, wird es jetzt schon sehr, sehr schwierig für ihn. Der Ganymede behält seine beiden Armeen an der Hand. Seine Zwerge, ich habe auch schon mit ihm geredet, will er nicht wieder auffüllen. Und von daher sieht es jetzt so aus. Wir haben also nicht mehr viele Kämpfe, die hier ausgefochten werden. Noch Riddick gegen Exploding Hamster und Death Metal gegen Tanquil. Wo ist denn hier der zweite Death Metal abgeblieben? Ich müsste doch theoretisch irgendwo... Ah ja, hier, okay. Habe ich nicht gesehen. Also noch die beiden Kämpfe fehlen. Es ist jetzt Freitag. Das heißt, die müssten ja dann in den nächsten zwei Tagen noch irgendwie reinkommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Kämpfe. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe Hamster übrigens die Schlachten geschickt, die ihr jetzt hier nicht sehen werdet. Und ja, schaut einfach bei ihm auch vorbei. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann findet ihr in meiner Videobeschreibung unten einen Link zu den Kinguinen. Zur Kinguin-Seite. Dort könnt ihr günstig vom Keyseller Spiele erwerben und wenn ihr das über meinen Link tut, dann kriege ich 5% davon ab. Ich wünsche euch noch einen herrlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye.